Moin Leute! Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier schon sehen könnt, wieder dasselbe Level Bergwerk, Redstone Bergwerk. In der letzten Folge habe ich es da nicht hinbekommen, glaube ich, weil ich da auf Stufe 3 das gespielt habe. Heute schaffe ich es auf jeden Fall hoffentlich. Ich was von der Laura angefangen. So. Bam. So habe ich ihn gesammelt. So, jetzt aber. Okay. Gehen wir hier mal hoch mit meinem TNT auf den Kopf. So. Okay. Kann ja nicht schaden. Warum sind hier eigentlich nur Creeper? Komm her, du blödes Skelett. Okay. So. Haben wir das auch direkt geklärt? Ach, wir müssen hier lang. Okay. Vorweg. Rot habe ich gar nicht gebraucht. Fast gestorben. Oh. So. Habe ich jetzt alle eingesammelt? Finden die doch zugelassenen doch. Ah ja, ich hab alle. So. Ich bin noch eine Rakete. Irgendwo ein Magier. Ich muss dann mal weg und sterbe ich. Also vielleicht kommen die mir jetzt hinterher. Auch doch nur die Rakete. Direkt blöde Spinne. Irgendwo hier ist der Magier. Au. Der denn? Egal. Check nicht, wo der ist. Hört ihr erstmal kurz alles. Ah, da ist er. Okay, also ein Ding habe ich mir reingedrückt. Oh. Junge. Blöder Magier, ey. Blöder Magier. Hier. Yep. So. Ich hier überhaupt Angst? Keiner. Ich bin fast explodiert. Ah ja, hier ist aber eine Party, ne? Okay, die habe ich alle instant weggehauen. So, da sind noch Vorräte.
384 Pfeile habe ich auf einmal. Weg. Hier ist wieder Party. Ich habe einfach keinen Schaden bekommen. Hab. Na, kommt schon her. Freie die Dorfbewohner, okay. Mache ich das doch einmal. Ich sehe hier auf jeden Fall ganz viele Pfeile. Hier. Auch. Wow. Der ist vom Magier. Muss ihn hier töten. Muss hier kurz alles killen. Ja. Den schon mal befreien. Und den auch. Der ist auch befrei. So. Der ist auch befreit. Scheiße, ich hab daneben gekommen. So, hier unten ist noch irgendwo einer. Au. So, da habe ich den auch noch befreit. Ihn hier auch. So. Muss ich jetzt hin? Da unten. Ah, okay. Dann gehen wir doch mal nach da unten. Oh. Was haben wir denn? Achso, ich bin hier einfach hoch. Habe ich ein Xbox Achievement gemacht? Vergiftet. Easy weg auf. Okay. Ach nee, jetzt kommt das. Ja. Geh weg. Hilfe, Mami. Ah. Der macht ja 24 Schaden. Ja, alles klar. Oder ich kann eigentlich jetzt nur weglaufen. Da fliegt einfach die ganze Zeit im Kreis herum. Oh. Nein, ich brenne. Kann ich da durch? Oh ja, kann ich. Wenn er mir jetzt hinterherkommt, dann ist ein bisschen kacke. Versuch den auf jeden Fall gleich zu killen. Oder soll ich den überhaupt killen? Das jetzt einfach. Weil ich schaff das. Wo ist der? Komm her. Bam. Der weg. Oh. Oh nein, er kommt mir hinterher. Ah! Scheiße. Ich auch schon wieder unten, ne? Okay, jetzt ist er aber da oben. Komm, komm her, komm. Komm, du blödes Vieh. Ja, er lebt nicht mehr lange. Eigentlich könnte ich... Warum? Okay. Easy geschafft, Leute. Also habt ihr ja gesehen, das war ganz easy. Also es ging so schnell. Ist hier noch irgendwas? Nee.
dann kann ich ja auch schon wieder rausgehen, ne? Die Gerüchte sind also wahr. Die Illager bauen eine abscheuliche Schmiede unter dem Berg. Ja, die Geschichte ist wahr. Ah. Die Geschichte ist auf jeden Fall wahr gewesen. Und ja auch gesehen. Nice. Geschosstreffer 92% geöffnet. Und ich habe zu 100% die Truhen alle geöffnet. Geschosstreffer 92%. Okay, ich weiß nicht, warum da 8%. Ich will auch mal die Kiste hier aufmachen. Totem des Zauberns. Okay. Dann gehen wir doch hier erstmal ins Inventar. So. Also ich habe einen 18er. Der macht 11 nur. Auch nur 11. Zuverlässige Kombo. 8 Nahkampfschaden. Nahkampfschaden. 10 bis 11. 16 bis 48. Oh, ich kann ich den? Ja, ich kann den aufwerten. Bam, aufgewertet. Totem des Zaubers. 3% Reichweite Erhöhung. 10 Sekunden Abzugszeit. Eine Seelensammlung. Ja. Benötigt Seelen. 8 bis 12 Minuten Dauer. Kann ich die Angel erwecken? Plus 30. Den Pfeil ja, der Rest kann eigentlich in meinem Laden. Okay, dann packe ich das erstmal in meinen Lager wieder rein. Hey, ins Lager betragen, ja. So. Okay, Leute, dann haben wir uns jetzt ja auch noch besser ausgerüstet. Und wir haben jetzt hier auch einen neuen Lager, einen neuen Schmied, wie man hier sehen kann. Gegenstände aufwerten. Gib sofort alle ausgegebenen Verzauberungspunkte zurück. Okay. In der nächsten Folge machen wir hier auf jeden Fall weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Kommt gerne auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Sowie noch weitere Links zu Instagram. Twitter und Co. Haut rein, Leute. Euer Sandro. Ciao, ciao.